war schöner Wasser, du, das ne? Das ist die Natur. Stell dich nicht so an, Maximilian. Ja. So. Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Vlog, ne? Ja. Oh. Ich bin heute unterwegs mit der heißen Nathalie, ja, und der kleinen Vanita. Und ja, wir sind gerade eine Wandertour schwimmt durch Tiefenbronn und den Enzkreis. Und die macht grad, so, die Nathalie hat gerade Auto gewloggt. Und wir suchen jetzt noch einen Weg hier. Laufen wir da jetzt mal noch so entlang. Ja? Und dann gucken wir, wie es wird, wa? Dann würde ich sagen, wenn wir nicht verreckt sind, dann melden wir uns wieder, ne? Boah. Tschüss! So, wir haben gerade gemerkt, dass wir die ganze Zeit in die falsche Richtung gelaufen sind. Das heißt, wir werden jetzt gerade nach Pforzheim gelaufen, aber wir wollen eigentlich nach Tiefenbronn. Ja, hier ist es schön. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sind den falschen Weg gelaufen, jetzt dürfen wir alles wieder zurücklaufen. Und ich hatte vorher hier meine Jacke und voll viele Kletten dran. Da, boah, raus, bis ich die erstmal rausbekommen habe. Nee, jetzt laufen wir noch 4 Kilometer. Dann, wenn wir dann irgendwann mal zu Hause sind oder auf dem Weg, dann melden wir uns nochmal. Wir kommen jetzt aus dem Haus vorbei. Da, also ist ein Wohnhaus und nebendran ist so eine Scheune. Und da sind die Scheiben so eingeschlagen. Und das zeigen wir euch jetzt gleich mal, ne? Ja, Vanessa, willst du auch noch was sagen? Nee, du, also, ja, das ist ein bisschen dumm, ne? Ja. Ich fühle mich wie so ein richtiges Stadtkind gerade, obwohl ich auf dem Dorf aufgewachsen bin, jetzt ein bisschen, ne? Ja. Gut. Ja, ja, so, jetzt gucken wir mal, dass man das Haus hier im Hintergrund sieht. Seht ihr das? Ja, ne? Ein bisschen verfault aus, aber gut. Ja, also die Tür halt ohne. Die hat hier ohne Eingang. Seht ihr? Wo ist denn die? Da? Da ist eine Tür, aber ohne Eingang. Hm. Ja, so. Und ich melde mich wieder, wenn wir irgendwo dran sind, oder? Und dann sind wir fertig. Ciao. So. Wir haben es jetzt gerade gefunden. Also, wir sind jetzt wieder zurückgelaufen. Jetzt laufen wir den ganzen Steinbrücke hoch. Wir können wieder herkriegen. Ja. Also da ist die, das Haus da, wo wir jetzt hochlaufen werden, die Hägermühle. Und und da gucken wir jetzt gleich mal, wie wir es machen, ne? Und dann melde ich mich wieder, ne? So, wir haben gerade beschlossen, dass wir doch noch weiterlaufen. Das heißt, wir laufen jetzt ein Ding weiter und laufen dann hoch, weil wir halt so Naturfreunde sind. Und hier ist gerade voller Matsch, ne? Und ihr denkt jetzt bestimmt, ich wäre so voll das Assi-Kind, ne? Also ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, aber ich finde es jetzt gerade trotzdem. Also ich bin ja zwar schöner Wasser, ne? Das ist die Natur. Stell dich nicht so an, Maximilian. Ja? Ich glaube, da gehen wir jetzt gleich mal schwimmen. Der geht mit. Und ach, da ist ein Fisch. Ach, da war. Also was man hier so alles mitbekommt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, seht ihr das da hinten, ne? Da, da ist die Straße. Ja. Ich hab immer noch keine Ahnung, aber gut. Dort, da ist jetzt gleich das Wasser drin. So, da ist jetzt eine Straße und dann laufen wir da jetzt noch so einen Buckel hoch. Und dann sind wir gleich zu Hause. Und dann muss ich mich ja schon mal ausruhen. Ne? Und dann haben wir essen. Wir müssen essen, ich hab so Hunger. Oh, wir laufen jetzt gerade den Berg hoch und seht ihr, wie steil das ist? Ja? Okay, nee, das ist nicht so steil. Seht ihr, wie steil das da unten ist? Ja? Sind wir gerade hochgelaufen und ja, das ist hier ein bisschen. Man kann halt nicht mehr irgendwas. Oh, machen wir hier mal Stimmung, ein bisschen Musik hier. Was singen wir? Hast du was Musik? Singen wir? Nee. Was singen wir? Ja, genau. Wenn mal bauen wir am Dorf Lotz sind. Ja, okay, war nichts. Ach ja. Wie geht es mit dem allein? Ich bin nicht mehr da. Sind wir gleich zu Hause und dann gehen wir erstmal was trinken, was essen. Und dann sehen wir uns nochmal, ne? Bis gleich. So. Wir sind gerade draußen. Da hinten sieht man fast einen Krankenhaus. Und wir haben, ja,
Hi. Das ist die Nathalie-Kamera, ne? Die ist jetzt schon seit einem Jahr, ist jetzt schon hier bei mir. Und jetzt hat sie gerade Eric gesehen und jetzt nimmt sie sie wieder mit nach Hause. Ach Gott, ja. Jetzt wissen wir nicht, was wir machen sollen. Was machen wir denn? Gehen wir hier ein bisschen schwimmen, ja? Du, das putzt man. Minimal dreckig. Ach Gott. Ja. Oh. Da ist ein Fisch. Ach ja, das ist ein Fisch. Den retten wir. Nee. Und tschüss. Ach Gott, ja. Na? So, hier ist gerade beschlossen. Ich schreibe noch kurz bei den Adelies. Dann holt die noch Geld und dann gehen wir zu Vanessa, dann holt die auch Geld und dann gehen wir Döner essen. Und dann gucken wir mal, was der Tag noch so bringt, ne? Wir haben einen Hund gerade draußen. Ne? Der Gassi muss auch mal sein. Und dann melden wir uns vom Essenstisch wieder, ne? Ade! So, man sieht mich nicht. Wir waren gerade eben Döner essen. Ja, habt ihr ja gesehen. Es war sehr appetitlich. Jetzt gehen wir noch zum Netto und dann lassen wir den Tag ausklinken. Mit Bier. Und ja. Und dann beende ich den Vlog gleich nachher. Und dann sehen wir uns. Die Woche kommt dann noch ein Video oder morgen oder so. Mit Romana, ne? Ja. Und dann. Ja. Oh, zu Hause. Nehme ich euch mal kurz mit in Netto. Oh, meine Eltern haben mir irgendwie gesagt, ich bin mal raus zum Essen. Ja. So. Ja, entweder wenn sie angucken haben. Ah, setzen wir hier in Netto und ja. Ich melde mich nachher, ne? Ciao. So, ich habe jetzt gerade noch die zwei Mädels nach Hause gebracht. Und dann wollte ich gerade den Vlog bearbeiten und dann ist mir aufgefallen, dass ich den ganzen Tag die Kamera falsch gehoben habe. Deswegen sieht man auch rechts und links die schwarzen Balken. Dafür wollte ich mich entschuldigen, es war nicht mit Absicht, aber aus Fehlern lernt man. Deswegen wird der nächste Vlog besser. Wenn euch mal so ein Video gefallen hat, also mal ein Vlog, dann gebt doch einfach dem Video einen Daumen nach oben und dann kommt sowas vielleicht öfters auf dem Kanal. Ihr könnt auch gerne den Kanal ein Abo da lassen, wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt. Die Romana war heute leider nicht dabei, aber da kommt morgen ein neues Video mit ihr hoch. Also bleibt gespannt, es wird auf jeden Fall sehr lustig, schaltet da wieder ein. Wenn ihr die Instagram-Accounts von den beiden Mädels, die dabei waren, also Nathalie und Vanessa, sehen wollt, dann guckt einfach unten in die Infobox, da ist auch mein Instagram-Account drin und auch mein Snapchat-Account, da tue ich nämlich auch öfter snappen. Also guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Und rechts und links seht ihr jetzt gleich am Ende vom Video unsere beiden letzten Videos und auch unsere beiden ersten. Da 50 Facts about us und die 7 Sekunden Challenge. Guckt auf jeden Fall vorbei, sehr lustig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!